Ich kann die leider nicht einfach rausnehmen. Machen wir es etwas komplizierter. Dort, das dahin. Ja, genau. Und das ist wieder falsch. Die beiden Stimmen schon mal. Ja, ich glaube, jetzt habe ich es fast. Nein, jetzt habe ich die vertauscht. Mist. Okay, mal gucken. Ich verbaue das Ganze jetzt, glaube ich, gerade schon wieder, oder? Nein, ich habe es geschafft. Und nü? Ja, toll. Sag mir jetzt bitte nicht, da fehlt ein Teil, oder? Nein, oder? Muss ich das jetzt in den Höhlen finden? Oder hat Bruder Emmeran das vielleicht? Gehen wir mal zu ihm. Toll. Ich glaube kaum, dass das irgendwo in den Höhlen versteckt war, sonst hätte ich das wahrscheinlich gesehen. Hast du vielleicht eine Ahnung, wo das Teil ist, Emmeran? Hallo. Womit kann euch der Gesandte dienen? Ich konnte nicht ganz in den Tempel vordringen, genau. An einer Stelle war der Weg blockiert, doch ich schieß auf eine Art Mosaik. Es war jedoch unvollständig, genau das wollte ich ja mit ihm besprechen. Ohne Zweifel ein weiterer Schutz gegen Eindringlinge. Nur wer das Mosaik vervollständigen kann, darf wohl auch passieren. Hör zu, es muss noch ein weiteres Artefakt geben. So wie das, mit dem wir die Tür geöffnet haben vom Krak? Es würde mich nicht überraschen, wenn es von einem ähnlich verderbten Geschöpf wie dem Krakenmolch gehütet würde. Haltet Ausschau nach einer mächtigen Kreatur des Wassers. Dort mögt ihr fündig werden. Also ist es nicht im Tempel. Da ist, waren nur Krabben. Hast Womit du noch kann was euch der zu Gesandte uns? Dienen? Handel, was hast du denn im Angebot? Flussmuschel-Amulett. Konstitution plus 2. Ziemlich teuer. Gute Giodenrobe. Brust, Bauch, Rücken. Alles auf 2. Naja. Handspeichler. Krabbenpanzerschultern. Naja, aber bei dir kann ich Sachen verkaufen, oder? Orkischer Kompositbogen. Daran dürftest du vielleicht auch interessiert sein. Die Fellsachen. Der Panzer, den keiner braucht. Sogar die Orkwaffen, die sind einiges wert. Noch mehr Fellarmschienen. So, den Rest, den will ich behalten. Handel abschließen. Oh, hat er mich gerade reich gemacht. Aber gut, damit wäre der Effa-Tempel vorerst erledigt, bis wir das letzte Mosaikteil haben. Jetzt werden wir die Tagebücher einlagern. Ja. Ado, bitte Tagebücher, danke. Ibrak. Es ist ein Ihr Text kennen wir. Wo soll es hin?
Jagdrevier und dann geht es endlich zum Hammerberg. Mal gucken, ob der Vogt noch einen neuen Jagdauftrag für uns hat. Und dann geht es endlich mal wieder in ein neues Gebiet. Juhu. Gut, wir nehmen wieder mit, wie immer Forgrim. Ich finde, ohne Forgrim geht das überhaupt nicht. Was ist? Der hat immer die besten Sprüche. Wie kann ich dir helfen? Feiris will ich als letztes aufnehmen. Ich nehme wieder Arthur. Was gibt es denn? Und wieder Feiris. Wie kann ich dir helfen? So. Gleich mal zum Jagdsitz und mit dem Vogt sprechen. Was ist euer Begehr? Ich habe nämlich so die Vermutung, dass jedes Mal, wenn wir zurückkommen, er einen neuen Jagdauftrag für uns hat. Gibt es besondere Beute? Nun, vielleicht könnte die Trophäensammlung noch das ein oder andere Stück vertragen. Südlich der alten Steinbrücke treibt sich ein großer Bär herum. Wenn es nicht zu viel verlangt ist, bringt mir doch bitte seinen Kopf. Ja, wenn du ein bisschen motivierter reden würdest. Das ist südlich der Steinbrücke. Ich nehme mal an, hier unten, oder? Unter der Steinbrücke? Nö, da müsste ich ihn ja eigentlich jetzt sehen. Also hier geht die Steinbrücke entlang, hier. Und das hier ist das Gebiet südlich, der Flusslauf. Da sind die Wölfe schon mal. Ein Hirsch. Zunderschwamm. Wölfe habe ich schon genug getötet. Das muss jetzt nicht auch noch unbedingt wieder sein, Wölfe zu töten. Hallo Bär, wo bist du? Da bist du. Na, du bist ja aber jetzt wirklich nicht wirklich was Schwieriges, oder? Ja. Für den Kaiser! So. Da, du triffst natürlich ordentlich. Ei. Jagdtrophäe, Bär. Gut. Und ich habe mich schon gewundert, wo der hier ist, aber der taucht ja wirklich nur dann auf, wenn wir nah genug an dem Brand sind. So haben wir 46 Scherenklauen. Heiliger. Da werden sich die Feinschmecker aber freuen. Es gibt ja Leute, die solche Krabbenscheren gerne essen. Naja. Die sind dann so schön paniert. Und schmecken eigentlich auch gar nicht mal so schlecht. Also für die, die gerne Fisch essen und sowas noch nicht probiert haben, könnt ihr ruhig mal nachholen. Gibt es unter anderem bei so manchem griechischen Restaurant. Also da habe ich damals bei der ersten gegessen. Aber gut. Ich denke mal, die Krebsscheren werden wir hier los. Möge Firun euch auf... Ja? Feiris. Nein, da handeln wir noch was raus. Du, gib uns die Belohnung. Was ist euer Begehr? Ihr wolltet doch einen Bärenkopf. Hier ist er. Die Trophäensammlung wächst. Dennoch glaube ich persönlich, dass Herr von Rabenmund sie vermutlich nicht einmal bemerken wird. Und auch euch interessiert sicher nur die Entschädigung. Naja, ein Bär als Trophäe aufzustellen, ist nicht gerade wirklich das Geodenhafte. Aber wir sind halt stets zu Diensten und wir brauchen das Geld. Eigentlich nicht. Wir haben schon über 400 Dukaten.
Hast du noch was für uns? Was ist euer unglücklicher Wald? Nein, habt ihr nicht. Okay, dann auf zurück zu Talaria. Ibrak. Im Kosch. Doch, was kann ich für euch? Wo soll es? Bring uns endlich zum Hammerberg. Dann bin ich mal gespannt. Ardo war wieder ganz der Alte. Und wir genehmigten uns auf den Schrecken erst einmal ein paar Helle. Als wir zu den Flusspiraten hochschipperten, wurde es so kalt, dass es schneite. Mir juckte schon mächtig die Axt, doch Ardo beharrte darauf, gute Miene zum bösen Spiel zu machen. Nun galt es rauszufinden, was mit Mora und der Raulskrone geschehen war. Ja, die Krone holen, das ist ja eigentlich unser Auftrag. Oh, sieht das schön aus. Oh, ich hätte viel früher hierher kommen sollen. Jetzt werden Sie spüren, wie scharf meine Axt ist. Wir können sie nicht alle richten, mein Freund. Dies ist nicht unsere Aufgabe. Lasst uns zunächst mit ihnen sprechen. Denkt daran, wir wollen Mora finden. Was kommt denn da? Ärger oder Kundschaft? Also, hier gefällt es mir richtig gut. Hier würde ich gerne mal Urlaub machen. Abgesehen von den Piraten wahrscheinlich. Aber ja, das hier ist ein schöner Ort. Also ich mag ja den Winter und hier sieht's. Oh, hier gefällt's mir. Mir schmeckt's auch nicht, dass wir hier vor Anker liegen. Aber die Suppe muss ausgelöffelt werden. Okay, wir sind im Hammerberg angekommen. Was haben wir denn noch so? Das ist Hammerberg, das ist Filiason. Die müssen wir auch noch finden. Ja, da ist sogar der verwunschene Höhleneingang schon eingezeichnet, wo wir den Geist treffen. Aber gut. Wen nehmen wir dieses Mal mit? Das muss ich ganz genau überlegen. Also ich hätte gerne Ardo dabei, aber ich hätte auch gerne Kuano dabei. Und Fyris sowieso. Also muss Forgrim mal... Was gibt es denn? Dieses eine Mal muss Forgrim hinten anstehen. Bitte? Wie kann ich dir helfen? So, dann wollen wir mal vom Bord. Der kleine Wicht da sieht ja schon ganz gierig aus. Was sagt schon? Wer seid ihr? Was wollt ihr? Zeit ist Gold. Und du verschwendest keine Zeit daran, dir die Zähne richten zu lassen, oder? Wir sind nicht das einfache Handelsreisende. Das da drüben ist Gammelund. Was geht euch das überhaupt an? Toll lügen kann. Man nennt mich Goldzahn und ich sag euch, was mich eure Vorhaben angehen. Erstens dulde ich hier keine Konkurrenz. Und zweitens lasse ich mir meine Geschäfte nicht kaputt machen. Wir haben weder das eine noch das andere vor eigentlich. Und drittens informiere ich meine Freunde, wenn meine Nase mir sagt, dass ihr auf Stunk aus seid. Ihr und euer Anhang da passen hier nämlich nicht recht ins Bild. Da hat er eigentlich recht. Abgesehen von Quan vielleicht. Ja, ich bin genauso wie Leute, wir machen sich eigenes Recht, nicht wahr? Nee, ich bin mal ganz der typische Geod und bin ehrlich. Das liegt daran, dass wir ehrliche Leute sind und kein Räuberpark, wie man es hier findet. Die können mir trauen. Was ihr seid, zeigt ihr dadurch, was ihr tut. Und wenn ihr unsere Regeln nicht befolgt, landet ihr bei den Fischen, klar? Ist ein Mafiosi. Was sind das für Regeln? Zwistigkeiten werden auf dem Duellplatz ausgetragen. Außerhalb davon haltet schön die Waffen still. Wenn euch jemand ans Leben will, verteidigt euch. Aber keine Rache und kein Gejammer. Noch Fragen? Das ist einfach. Wir wollen eh keinen Ärger machen. Ich denke, das lässt sich ein... Wollt ihr mit den Buschkleppern ins Schilf? Mit welchen Buschkleppern? Mit was? Wohin heißt das? Das örtliche Gasthaus? Und ja... Zuvor möchte ich eigentlich noch wissen, ob ihr hier eine rothaarige Frau gesehen habt. Also wir sind nicht gut im Verhandeln oder Lügen. So, so. Darüber kann ich euch nichts sagen. Toll.
Menschenkenntnis. Ihr wisst es gar nicht oder ihr dürft es nur nicht sagen. Hey, so günstig gibt's bei mir keine Informationen. Das merke ich. Ah, ich verstehe. Ihr wollt mit Donnerfaust sprechen, aber ich muss euch enttäuschen. Wir lassen nicht einfach jeden vor. Ja.